the Draven Kingdom. It is a very complex structure with a lot of key elements and a lot of little dravens, but there's one very vital main rule. Never run out of ale. Hi ho Leute und willkommen zurück bei A Game of Drafts. Wir haben ja letztes Mal hier schon mal gut angefangen. Ich habe noch einen Forschungspunkt übrig, sehe ich gerade. Den kann man schon mal in Befestigung investieren. Und hier noch ein bisschen was vor uns, was wir erkunden können. Und ich würde sagen, der einfachste Weg da rein ist hier lang. Also fangen wir jetzt mal an. Krieger haben wir ja schon welche. Ich kann mir echt schon mal wieder zwei weitere Jungzwerge holen, die man zur Not zu Kriegern machen kann. Wo rennen die eigentlich gerade zum Kämpfen hin? Das macht aber irgendwie gar keinen Sinn. Oder vielleicht habe ich wieder nur deren Anzeige fehlinterpretiert. Ist das ein Gast in meinem Heim? I demand your attention. Sieht aber irgendwie komisch aus. Hey, listen. Das ist nur ein Hologramm. Euch persönlich zu begrüßen wäre zu ermüdend. Aha. Vielmehr habe ich extra eine klitzekleine Begrüßungskomitee entgegengeschickt. Oh. Stop what you're doing and listen to me. Der gehört zu den Waffen. Wir werden angegriffen. Großartig. Als ob das so eine Überraschung wäre. So. Ich kann nur den Steinboden aber nicht selbst verkaufen. Ist auch viel interessanter. Wir haben hier eine Höhe von 2. Das heißt, ich brauche zwangsweise eine Leiter. Und die war noch falsch. Ach, da steht auch noch was am Fenster, was da weg kann. So, jetzt aber richtig. Dann können unsere Krieger nämlich darunter. Listen up! In den Bereich geteilt zu sein. Jeder Bereich ist vermutlich durch eine Öffnung in den Trennmauern zugänglich. Ihr sollt nach Räumen suchen, die durch die Mauern in die angrenzenden Bereiche führen. Aha. Wir hatten Jungzwerge machen lassen. Jungs, ihr werdet gleich befördert. Unsere Krieger können da jetzt genug. Einen da oben wäre schon fast kaputt. Einen haben wir kaputt. Das auch. Das hat einen unserer Zwerge das Leben gekostet, wie mir scheint. Ja, gleich mal dahin um. Hey, wo ist das denn verschwacht da? Sehr schön. Aber wir haben es überlebt. Wobei, ich überlege gerade, bevor ich anfange, da weiterzuholen, sollte ich vielleicht die ersten Tacken warten, bis unsere Zwerge sich wiederholt haben. Vom ganzen Kämpfen. Kann schon mal wieder neue Fässer bauen. Jetzt sind neue Kisten. Für mehr Platz. Irgendwann will ich ja auch das Upgrade für die Zwergenhorde haben. Da brauchen wir viel Lagerkapazität. Ja, wo ist denn unser... Achso, er arbeitet jetzt gerade wieder. Wie sieht es denn mit unseren Kampfzwergen aus? Also, dass wir nur 4 Stück das überlebt haben. Aber die sind von... Bis auf einen geht es denen eigentlich allen ganz gut. Na dann. Ich sage, machen wir einfach direkt weiter. Ich habe nämlich keine Lust, so ewig zu warten. Buddelst da mal rein, Jungs. Dieser Ort scheint mehrere kleine Bereiche... Ja, das hatten wir ja schon, Freunde. Das hatten wir ja schon. Leider hat das den Goblin nicht verletzt. So. Und er singelt ihn. Ich bin hinterher, jetzt lass ihn doch nicht entkommen. Nehmen wir das schon mal aus, dass wir dann ohne Problem an den Marmor rankommen. Dann kann er nämlich direkt weiter hin. Geht doch. Ich muss dann einfach auch mal herausfinden, wo wir weiter können. Dass ich da einen zwischen Posten errichte.
wäre vielleicht das hier sogar eine ganz gute Stelle. Ich heb hier einfach mal noch ein bisschen mehr aus. Dann nehmen wir das quasi als Zwischenbereich für den Militärposten. Vor allem, dass unsere Leute noch nicht mehr so weit runterrennen müssen. Aber beziehungsweise halt auf dem Rückweg wieder hoch. Und ich sehe schon, wir haben wieder die Möglichkeit für mehr Kisten. Und für Laufschuhe. Eine der Quests abgeschlossen. Sehr schön. Ich kann mich schon mal hinstellen. So, der Esstisch steht. Und wir sehen schon, hier können wir auch noch weiterbauen. Also der Esstisch steht noch nicht, aber der Esstisch ist im Bau aufgegeben. Und wir planen auch direkt das erste Bett, damit sich zumindest einer schon mal dahin legen kann. Denn unser Handwerker müsste ja gleich irgendwann auch hier runterkommen. Gut, er wird sich erstmal wahrscheinlich hier oben noch drum kümmern oder schlafen. Ich tippe mal auf ersteres, letzteres meine ich. Schlafen. Schlafen und Alkohol sind Dinge, die Zwerge immer gut können. Und da sehe ich schon die Möglichkeit für mehr Betten. Und Titan ist dann da auch wieder, sehr schön. Ja, ist okay. Wir sind ja schon am Suchen. In der Kiste echt lange braucht. Aber vor allem ist da oben Lagerkapazität, sieht schon wieder richtig gut aus. Und wenn du das fertig hast, könnt ihr auf jeden Fall hier schon mal ausheben. Denn ich werde wohl so das weggraben. Und da oben in die Ecke kommen noch mehr Betten. Dann haben wir auch wieder ruhig wieder Steinbetten. Die verbrauchen nämlich gerade kein Gold, davon habe ich nämlich noch nicht so viel. Jetzt haust du wieder ab. Mist. Das wäre so praktisch gewesen, wenn du jetzt geblieben wärst. Aha, da geht es dann also nicht weiter. Nahrungsversorgung sieht immer noch gut aus. Motivation unserer Zwerge ist gerade so durchschnittlich. Aber der Gesamtbalken oben, der gelbe, ist noch hoch. Das heißt, es ist nicht so wild, wenn das ein bisschen runter geht. Wir haben noch genug Backup. Oh, und da hinten ist noch mehr Titan in der Wand. Geil. Haben zwar noch lange nicht die Krieger-Skills, aber die werden wir uns ja... Warte mal, was? Die Krieger-Skills, die wir uns holen müssen? Nee, erstmal das hier. Wir haben viel Forschung vor uns. Wenn ich alles haben will, alles mitnehmen will, was ich so brauche. Tisch steht schon, das heißt, man kann da essen. Meldet er uns das denn jetzt immer wieder? Ja, wir müssen einen Weg suchen, durch diesen Boden durchzukommen, das ist mir schon klar. Aber ich will jetzt vor allem erstmal mir hier meine Zwischenposition aufbauen. Ich glaube, ich buddel hier auch einfach nochmal größer weiter raus. Denn das kostet ja nichts. Betten stehen. Und die machen sich da zum ersten Mal gemütlich. Und da haben wir wieder Marmor hinter. Das hat sich also sogar schon gelohnt. Jetzt brauchen wir hier nur noch einen Wachposten. Wie viele Krieger habe ich? 4 Stück. Ja, die werden nämlich auch dahin beordert. So können wir hier nochmal die Verbindung zu aufbauen. Ich stelle gerade fest, dass ich das nicht abbauen wollte, weil ich da drunter ja was hatte. Dann stellen wir nur hier die Verbindung zu fest. Und hier scheinen wir das Ende erreicht zu haben. Jetzt überlege ich gerade, wo wir wohl eine Chance haben, weiter runterzukommen.
Aber erstmal gucken wir auch wieder oben, wie es hier so aussieht. Eigentlich will ich unbedingt noch dieses Gold haben. So. Schupp. Ja, dieser Ort scheint bla bla bla. Wir können uns eigentlich mal hinstellen. Dann könnte ich hier eine lange Verbindung zwischen buddeln. Gucken, ob wir dazwischen was Interessantes finden. Hier können wir uns mal hinstellen und können... Nee, da. So viel Stein haben wir nicht. Wir haben mehr Holz. Also nehmen wir das Holz. Machen hier wieder eine Brücke drauf, dass man ein bisschen leichter hin und her gehen kann. Und können unseren Arbeiter eigentlich schon noch mehr Kisten bauen lassen. Wenn ich die irgendwo noch unterkriege. Mal hier mit reintun. Wo waren hier die Treppe? Da war die Treppe, okay. Und er sagte, die Richtung soll ich buddeln. Ach, na dann. Ist ja auch klar, wo ich gleich weiter muss. War mein Zwischenposten eigentlich schlecht platziert, außer ich baue mir hier einfach einen Weg hoch. Haha. Nein, den sollst du schon da belassen. Dann können wir nämlich darüber einfach wieder hochgehen. Dann ist das nicht so verloren. Okay. Ihr wollt euch da gerade durch. Die Wand ist noch ein bisschen was Interessantes, das wir mitnehmen werden. Und da ist noch ein bisschen Interessantes, das wir mitnehmen werden. Von der anderen Seite ist leider nichts. Schade eigentlich. Ah, das ist fertig. Sehr schön. Ich überlege gerade, ob wir da nicht sogar... weil wir es können, den auch noch abbauen. Dann können wir nämlich jetzt mal was ausprobieren. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, hier Blöcke hinzubauen, sodass wir das so machen könnten. Und da könnte die nämlich schon hin. Und für den anderen müssen wir halt warten, bis das durch ist. Und dann können wir hier eine richtig schöne Treppe hoch. Sehr schön, so. Und dann wissen wir ja, wo wir hier lang müssen, Jungs. Sitte, eine lange Reihe. Ja, bla 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 bla. Schande. Jetzt wissen wir, wo er seine Leute hergenommen hat. Können wir schon mal verkaufen. Nehme hier mal wieder die billigeren Holztreppen. Kommen unsere Krieger nämlich da wohl hin. Legen sich mit dir an. Du kriegst da gerade ganz schön auf die Fresse, sodass wir dich da mal wieder rausholen müssen. Da gibt es noch mehr Gold. Dann könnte man eigentlich fast die Basis schon wieder weiter hier vorne hin verlegen. Aber erstmal gibt es da noch mehr Gold. So muss das. Und da gibt es noch mehr von diesen lustigen bunten Steinen. Und noch mehr Gold. So, Thronkapazität wird immer mehr. Sehr schön. Wir werden immer noch nicht alle fertig. Ist das gut. Ich glaube, ich baue hier die Reihe auch mal raus. Den kann ich nicht bauen. Achso, das ist wahrscheinlich die Mauer selbst. Dann haben wir da noch ein... können wir auch das hier wegbauen. So, wir haben noch mehr Platz für Truhen. Wir können ja schon wieder welche bauen. Bau das mal eben noch ab. So,
Jetzt müssen unsere Krieger aber ich mal pausieren und vielleicht auch mal ein bisschen trainieren. So, 4 Stück. Hat 4 Leute da ihre Übung bekommen. Denn sonst wären die uns für den Kampf zu schwach. Man sieht ja so schon, wie angeschlagen die gerade noch sind. Einer ist da, glaube ich, Stufe 9, wenn ich das richtig gesehen habe. Das war's dann aber auch. Vielleicht war es aber auch ein Bergarbeiter, der da rumrennt. Und. Ja, bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Hier, Handwerker, mach mal schneller. Ich will mir von dir nicht einen Extra-Typen holen, nur weil du so langsam bist. Und wir haben noch einen Forschungspunkt. Ich überlege, ob ich den nicht direkt hier erstmal reinstecke. Lebenskraft ist sowieso gut, da können wir schon mal auf die Forschung gehen. Und dann hätte er vielleicht doch noch auf die Kampfsachen, dass unsere Zwerge ein bisschen mehr können im Kampf, weil sonst wäre das für den Magier wieder schwierig. Jetzt nehme ich euch hier gerade schon mal runter, dann stellt ihr euch nämlich hin und trainiert da. Wo ist der letzte von euch? Wie hast du es denn dahin geschafft? So. Kann sich da keiner mehr verlaufen. Ich habe viel Hunger gehabt. Weil er sich eine doofe Stelle gebracht hat. Tja. Währenddessen überlege ich gerade, ob wir hier. Ich würde uns mal hinstellen wollen. Unsere Krieger einfach mal da weiter. Unsere Krieger, unsere Bauarbeiter da einfach weiter buddeln lassen wollen. Wenn die Krieger nämlich erstmal noch am Trainieren sind, können die sich damit ja beschäftigen und weiter ihre Skills üben. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. Ja, dieser Ort. Bla, bla, bla. Ist gut. Die Steine sind gut. Können wir gebrauchen. Und Eisen auch. Und da ist dann das Ende. Ja, da kann ich leben. Ja, da war es nur einmal Eisen. Schade eigentlich. So. Treppe oder Leiter wieder dahin, dass er auch gleich wieder hoch kann. So! Ich habe die ersten Statuen schon durch. Haben wir noch einen Punkt, können uns Schlosserei holen. Ich will auf jeden Fall erstmal das holen, allein schon wegen zusätzlicher Gesundheit. Ist nicht schlecht. Und mich dann hinstellen und an den Kampffähigkeiten unserer Leute üben. Indem ich da die Sachen dafür erforsche. Ich könnte mich mal hinstellen. Wir haben ja sicherlich irgendwo noch Platz, oder? Ja. Dann gönnen wir uns doch vielleicht mal. Zwei weitere Forschungstische, zwei weitere Jungzwerge, die wir zu Forschern machen. Denen fehlt zwar erstmal die Übung, aber so geht das auf jeden Fall schneller. Und mir ist es recht wichtig, dass wir hier schnell Forschungspunkte bekommen. Deswegen kann man da einfach mal nachhelfen. Und da rennt der nächste hoch, wenn einer fertig ist. Aber vor allem haben wir gleich mehr Tische fertig. Sodass auch noch einer hinrennen kann. Hätte auch gleich noch der dritte. Wenn der fertig ist. Und die scheinen dann, also ich denke, so wie es aussieht, da die alle den gleichen Balken haben, werden die wohl alle unsere Forschung gleich schnell bearbeiten. Ich kann mich jetzt mal, ja, bla, 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 bla. Eco-Elemente, Fußboden, Stein. Ein bisschen was haben wir ja noch. Dann mache ich das hier jetzt einfach schon mal zu, weil ich hier doch nicht noch weiter drin rumgraben will. Auch das Gold lasse ich da einfach drin, dann sieht es wenigstens gut aus. Ja. Die Hoffnung, dass das unserer Motivation hier oben noch ein bisschen gut tut. Und dann kann man ja vielleicht noch nach ein paar Deko-Elementen gucken.
stelle hier einfach mal so Säulen hin. Die sind zwar nicht besonders ästhetisch, so wie ich sie aufbaue, aber es gibt immerhin schon mal ein bisschen was. George! Ihr könnt da noch weiter trainieren. Ihr hattet dort eure Sachen. Ach, da drunter ist scheinbar noch Steine. Da holen wir uns die auf jeden Fall auch noch raus. Und buddeln einfach mal da hinten noch hin. Vielleicht kommt da ja auch noch was. So. Wie sieht es mit unseren Forschern aus? Ja, die arbeiten hier ziemlich gut. Das sind zwar gerade nur die Unerfahrenen, aber der Erfahrene wird sicher gleich auch wieder aufwachen. Herrn Stufe 8 mittlerweile. Und da haben wir uns ja auch Skills für hier Sachen geholt gehabt, die schneller machen. Einmal für allgemeine Erfahrung und einmal für unsere Forscher. Das heißt, wir dürften hier gleich den nächsten Punkt haben. Und auch sonst gut weiterkommen. Elche unten ist sicher effektiver als die beiden da oben. So. Wie sieht es hier aus? Ach, da ist sonst nichts mehr. Schade eigentlich. Habe ich hier noch irgendwie was, wo es sich lohnt, das auszuheben? Hm, ich weiß ja nicht. Ich habe da hinten noch ein Gold, sehe ich gerade. Kann halt hier einfach mal ein bisschen noch buddeln. So, Zwerge da noch ein bisschen dazu kommen. Ja, wir bräuchten. Ich würde sagen, wir brauchen für heute aber erstmal wieder eine Pause. Wir haben ja schon gut was wieder gespielt. Beim nächsten Mal machen wir dann weiter, wenn unsere Zwerge sich hier weiter zum Erfolg buddeln. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.